Unser heutiges Thema ist das Poppet-Einhorn. Wer zuletzt fertig ist, verliert. Ich gewinne! Ja, ich gewinne! Nana! Bereit? Ich bitte dich, ich wurde bereits geboren. Das sollte kein Problem sein. Ich muss gewinnen, schneller! Los, komm schon! Das Ding gewinne ich mit links. Bereite dich auf eine Niederlage vor. Ha, denkst du, fast fertig. Wahre Kunst kommt von... Ach, vergesst es. Ich muss weitermalen. Meine Stifte, die kann ich nicht mehr benutzen. Die sind alle hin. Das fehlt mir gerade noch. Was treibt sie denn? Das letzte Stück. Komm schon, nur noch so wenig und ich habe gewonnen. Ich brauche mehr Stifte. Wie läuft's bei ihm? In der Ruhe liegt die Kraft. Ich kann ihn nicht gewinnen lassen, aber ich habe keine Stifte. Moment, sie hat keine Stifte mehr. Das werde ich bereuen. Zeig mal her. Da muss ich doch was machen lassen. Hallo? Ich habe eine geniale Idee. Dieser Strohhalm könnte nützlich sein. Nimm einen Strohhalm und stecke den Stummel hinein. Auf der anderen Seite tust du dasselbe. Jetzt hast du einen Stift, mit dem du schreiben und malen kannst. Ich will keinen geschenkten Sieg. Hey, die sind für dich. Stifte? Das heißt, ich kann mein Bild zu Ende malen. Danke. Da nicht für. Warte. Wir beginnen in 3, 2, 1, los. Das ist so interessant. Oh, hi. Sieh mal, was ich hab. Ein Hündchen. Wow. Darf ich ihn streicheln? Claro, sie heißt Fluffy. Der perfekte Name. Ist sie nicht süß? Das ist sie. Hallo, Leute. Hi. Ich bin so hübsch. Was? Weg da. Nein. Na egal, dann bezahle ich dich eben fürs Plätze tauschen. Nein, ich bin nicht käuflich. Okay. Oh, was für ein süßes Hündchen. Das ist so gemein. Was glaubt sie, wer sie ist? Ich bin so sauer. Der Schokolade habe ich es aber gezeigt. Willst du sie mal nehmen? Oh ja, gerne. Ja, ich weiß, wie ich es ihr heimzahle. Ganz leise. Ich schneide eine Ecke von der Schokolade ab und quetsche sie in ihr Heft. So, sie ist so ein lieber Hund. Oh mein Gott, dieser Köter ist schrecklich. Wie eklig. Es hat funktioniert. Das entsorge ich mal schnell. Da bin ich wieder. Hallo, Fluffy. Gutes Mädchen. Oh, der heutige Kunstunterricht ist so langweilig. Ja, wir malen Äpfel. Wie aufregend. Ach, mal sehen. Was macht Jake denn da mit seinem Bleistift? Was für eine Art von Skizzenzauberei wird das denn? Oh, ich glaube, er misst die Größe. Na, das kann ich auch. Hey, oh, das hat total funktioniert. Noch ein bisschen schattieren und ein paar Linien. Hier. Oh, ja, das ist nicht schön. Wie ist Jake's geworden? Oh, der ist ja ein moderner Cézanne. Meine sieht aus, als hätte ihn eine Fünftklässlerin gemalt. Oh, das kann ich unmöglich abgeben. Ich werde nie gut zeichnen können. Hey, ich habe ja diese Gummibänder. Oh, ich bin genial. Nimm deinen Bleistift und setze senkrecht deinen zweiten an. Dann nimmst du dein Gummiband, legst es über die beiden Stifte und wickelst das Ganze herum, bis es schön fest sitzt. Mach das gleiche auf der anderen Seite. Probier's mal aus. Lass es uns nochmal versuchen, okay? Kann ich das mal schnell haben? Danke dir. Wenn du mit einem Stift nachziehst, wird der untere genau das Bild zeichnen. Ziemlich cool, oder? Wow. Ja, mach mal lieber schnell die Landebahn zu, Jake. Zeit, eure Meisterwerke abzugeben. Meinst du es wirklich gut, Herr Lehrer? Was für eine kleine Betrügerin. Hungerschmerzen können jederzeit und überall auftreten. Sogar mitten im Unterricht.
Ja, ich habe einen kleinen Snack dabei. Meine Lieblingssorte. Oh, ich kenne diesen Geruch. Hey, gib mir welche. Komm schon, nur einen. Okay, ich verstehe, wie das läuft. Frau Lehrerin? Meine Sitznachbarin ist im Unterricht. Ach ja? Kannst du das Schild nicht lesen, Kate? Jetzt steck das wieder weg. Oh, du bist so eine Petze, Jake. Ich leg das einfach hier rein. Bis später, Chips. Aber ich habe noch eine bessere Idee. Nimm eine Pringles-Dose und umklebe sie mit deinem Lieblingspapier. Dann setzt du eine Linie Heißkleber oben drauf. Und klebst so einen Reißverschluss an. Sieht einer Federmappe ziemlich ähnlich, oder? Ist meine neue Federtasche nicht zum Sterben schön? Eifersüchtig? Und der Inhalt wird dir garantiert gefallen. Tada! Willst du einen? Ha! Frau Lehrerin, zieh ich schon wieder. Okay, das war's. Du fliegst raus. Du Oberpetze. Wie gefällt dir das, ha? Huh? Jetzt gehst du zum Direktor. Ach, schaut nur, wie fleißig die Schüler arbeiten. Aber nichts kann einen guten Arbeitsrhythmus so ruinieren wie eine leere Flasche Klebstoff. Ach komm schon, da muss doch noch was drin sein. Ach, Amy verschwendet völlig ihre Zeit. Okay, hör damit. Du brauchst einfach nur die Kraft eines Mannes, um das Zeug herauszudrücken. Glaub mir. Okay, gib mir eine Minute. Mission für General Muskelstärke aktiviert. Noch ein bisschen. Mann, da muss es doch eine bessere Methode geben. Ich weiß, dass da noch Klebstoff drin ist. Oh, der Kleber will jetzt rauskommen. Und der ist sauer. Ach Mann, ich wollte doch nur einen Tropfen. Ich völlig verklebte Hände. Ja, so viel zur Männerstärke. Wenn deine Kappen anfangen, mit getrocknetem Kleber verstopft zu werden, lege sie in eine Schüssel und gib ihnen ein kleines Bad. Gieße herkömmliches Öl auf die Kappen und achte darauf, sie vollständig zu bedecken. Lass sie jetzt eine Weile einweichen, damit sich der Klebstoff lösen kann. Wische dann mit einem Tuch eine Kappe nach der anderen ab. Seht ihr? Keine blöden Klebstoffkrusten weit und breit. Endlich keine unter Druck stehenden Kleberpannen mehr, über die du dir Sorgen machen musst, wenn du an deinem nächsten Meisterwerk arbeitest. Einfach nur sauberer, flüssiger Kleber, genau dann, wenn du ihn brauchst. Oh Mann, ich dachte schon, ich würde niemals den Kleber von meinen Händen kriegen. Oh, nimm das blöde Ding von mir weg! Zwischen dem Unterricht ist es völlig in Ordnung, etwas herumzutoben, um dem Kopf eine Auszeit zu gönnen. Das einzig Blöde daran, einen Ball drin herumzuwerfen, ist, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ihn jemand abbekommt. Ja, und die arme Amy sieht ihn nicht mal kommen. Boom. Oh, das hat bestimmt wehgetan. Amy, alles okay? Ach, mir geht's gut, aber mein Ego hat ein bisschen gelitten. Oh nö, meine Ohrringe sind kaputt. Mann, ihr blöden Jungs, ihr habt keinen Respekt für Mode. Oh weia, Amy kann so überdramatisch sein, nicht wahr? Wenn du ein Schmuckdilemma hast, probier mal neue Ohrringe aus bunten Büroklammern zu basteln. Nachdem du sie zu einem Dreieck aufgeklappt hast, gib etwas klaren Klebstoff auf die Stelle, wo sich der Spalt befindet. Sobald der Kleber trocken ist, nimm dir einen Faden und wickle ihn nach und nach um das Metall, bis es völlig abgedeckt ist. Das kann eine Weile dauern, aber glaub uns, das ist es wert. Sobald das erledigt ist, gib noch etwas klaren Klebstoff drauf, um das Fadenende zu befestigen. Zu guter Letzt nimmst du einen Ohrstecker wie diesen hier, um das Dreieck daran zu hängen. Und bevor du dich versiehst, hast du dir ein neues Paar fabelhafter Ohrringe gezaubert. Wow, wer hätte gedacht, dass etwas frecher Schmuck Amys Selbstvertrauen in nur wenigen Sekunden von Stufe 5 auf 10 befördern kann? Oh ja, in der Tat. Ich weiß, dass ich fabelhaft aussehe. Kevin, hat dir niemand gesagt, dass du dich auf den Ball konzentrieren sollst? Ja, und das Gleiche gilt auch für Justin. Aber sobald ein hübsches Mädchen ins Spiel kommt, verlieren die Jungs meist den Spaß aus den Augen. Mmh, oh, Räucherschinken ist der Beste. Hä? Oh, ich muss in 15 Minuten im Fitnessstudio sein. Oh, vielleicht muss mein Sandwich dann doch warten. Ich nehme einfach meine Sportkleidung mit.
Aber ich wünschte, ich könnte zu Hause bleiben und essen. Brauche ich wirklich mehr Muskeln? Ich esse dieses Goldstück hier besser erst später. Ach, wer hätte gedacht, dass hier eine Plastiktüte drin ist? Bis nachher, Mr. Sandwich. Nach meinem Training wirst du sicherlich noch besser schmecken. Oh, ich darf das Duschgel nicht vergessen. Ich hoffe, all meine Sachen passen hier rein. Du kannst zu Hause bleiben. Lotion? Ja. Rein mit dir. Warum ist das denn so nass hier drin? Oh nee, mein Sandwich hat sich in eine Suppe verwandelt. Eklige Seifensuppe. Ach Mann, man kann nicht mal mehr den Schinken riechen. Notiz an mich selbst, sich den Deckel immer fest zudrehen. Was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Zeug? Oh, ich weiß schon. Um deine Sachen vor dem Auslaufen zu schützen, öffne die Deckel, bevor du sie einpackst. Stülpe dann einen großen Gefrierbeutel darüber und verschließe die Deckel über dem Plastik. Und voilà. Schau dir das an. In diesem Rucksack läuft nichts mehr aus. Wenn ich nur daran gedacht hätte, bevor ich mein Essen eingepackt habe. Aber jetzt ab ins Fitnessstudio. Oh, Mütter und ihre Liebesromane. Sie können sie nicht weglegen. Mann, sie bemerkt Jennifer nicht mal. Komm schon, das muss da alles reinpassen. Schatz, was soll denn dieser Lärm? Mein ganzes Papier passt da einfach nicht rein. Stopp, du zerknitterst doch alles. Ich weiß, dass ich dir das besser beigebracht habe. Gib mal her. So kannst du doch nicht mit deinen Schulsachen umgehen. Na, tut mir leid. Warum benutzt du nicht den Ordner, den ich dir gekauft habe? Der war nicht umsonst, weißt du? Vielleicht ist dieses Teil vielseitiger, als wir dachten. Nimm einen Ordner wie diesen und schneide den Deckel ab. Fülle dann die Trennwände nach Belieben aus. Stecke deine Papiere rein, um ganz einfach auf sie zuzugreifen. Vergiss das hier nicht. Du kannst mir später danken. Bitte. Oh, das sieht tatsächlich echt süß aus. Und alle meine Papiere sind hier drin. Ach, du weißt einfach immer, was zu tun ist, Mama. Ich hoffe nur, dass ich das alles organisiert halten kann. Und das Beste? Ich finde alle Papiere sekundenschnell. Wo ist das wichtige Moleküldiagramm? Aha! Ah, ich beeile mich jetzt besser, bevor ich zu spät komme. Ich sag dir dann Bescheid, wie alles lief, Mama. Ach, endlich kann ich zu meinem spannenden Roman zurückkehren. Hey, Zeit für die große Pause. Hey, schaut euch mal dieses Video hier an, Leute. Ups. Oh Mann, das ist vielleicht nervig. Keine Panik, ich weiß, wie wir das hinbekommen. Okay, ich weiß doch nicht wie. So offensichtlich auch nicht. Wobei, ich glaube, ich habe die perfekte Lösung. Okay, Leute, schaut mal her. Gib mir mal bitte eine von diesen Büroklammern hier. Ja, mehr brauchen wir nicht. Du biegst den oberen Teil der Büroklammer so zurück. Und jetzt biegst du die Spitze genauso zurück. Lege sie jetzt so hin, dass die gebogenen Teile nach oben zeigen. Dann steckst du dein Handy in den Schlitz und voilà. Jetzt kannst du deine Lieblingsvideos ganz bequem ansehen. Oh wow, Vicky, die erstaunt mich doch echt immer wieder. Wow, der ist schon ein Snack, oder? Ach, dem könnte ich stundenlang beim Reden zuhören. Danke, dass du mich zum Spind gebracht hast. Ich brauche nur noch meine Bücher. Achtung, Lawine, Jennifer. Wow, was für ein Chaos. Warte, wo gehst du denn hin? Ja, sieht aus, als würden ordentliche Mädchen bevorzugt, Jen. Mensch, ich werde sein Lächeln echt vermissen. Och. Ja, Zeit, endlich mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Noch eine Pommespackung übrig? Mach die mit einem Magneten an deinen Spind dran. So, da passen jetzt Stifte und Marker rein. Alles an seinen Platz. Das sieht doch schon viel besser aus. Und, gefällt's dir? Ich bin einfach gerne ordentlich. Okay, ich habe wieder eine Chance.
Oh, ich hoffe, das passt alles in meine Tasche. Oh je, schon wieder zu spät? Mensch, warum passiert mir das immer wieder? Komm schon, rein damit. Bitte. Schnell. Oh je. Ich wusste gar nicht, dass ich so stark bin. Na, das war's dann wohl. Aber vielleicht denke ich nicht über den Tellerrand hinaus. Ich weiß, was ich zu tun habe. Willst du alles aus deinem Pulli herausholen? Pack deine Sachen in die Mitte. Ungefähr so. Und jetzt eng zusammenrollen, mit der Kapuze zusammen. Zieh die Schnüre fest zusammen und mach einen Knoten rein. Mach aus den Ärmeln einen großen Träger. Am besten mit zwei Knoten. Hey, wie cool ist denn Kates neue Tasche? Ja, die hat sogar eine Handytasche. Cool. Für manche sind Tests ganz easy. Ach ja, aber für andere sind die Dinge ein bisschen komplizierter. Oh, ich werde diesen Kurs nie bestehen. Woher weiß Kate das alles? Als hätte sie das Lehrbuch auswendig gelernt. Ich fühle mich so dumm. Ob sie mir ihre Lösungen zeigt? Kennst du nicht den besonderen Trick, Jane? Bei Aufgaben wie diesen multipliziere diese Teile hier. Und dann diese. Siehst du? Dann addierst du diese Zahlen. 6 plus 3 ist 9. Ja, das ist die Lösung. 693. Oh, der Trick ist ernsthaft brillant. Wow. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Während des Tests wird nichts gesprochen. Kate? Lass mal sehen. Was? Was ist das alles? Das kann nicht stimmen. Oh mein Gott. Ach. Es stimmt. 693, was ist das denn für ein Hexenwerk? Ja, du darfst mich gerne Mathe-Genie nennen. Och, Strubbler-Alarm. Ja, das sollte das Problem lösen. Was? Der Physiktest ist heute? Oh nee, wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht kann ich noch schnell ein bisschen lernen. Ja, das Ding hat schon lange kein Tageslicht mehr gesehen. Oh, das nenne ich eine Staubwolke. Ach. Mensch, das werde ich mir nie merken können. Ich fall bestimmt durch. Uch. Als ob es nicht noch schlimmer kommen könnte. Mann. Moment mal. Ich kann aber auf meine Haut schreiben, oder? Ich hatte gerade die brillanteste Idee. Ich schreibe die Antworten einfach auf mein Knie. Das ist der coolste Spickzettel. Ich muss mir nie wieder Formeln merken. So nutzt man, was man hat, Madison. Und um sicherzustellen, dass es nicht verschmiert, hält Haarspray weiter. Perfekt. Ich habe mich noch nie so vorbereitet gefühlt. Es ist das perfekte Verbrechen. Und wenn die Lehrerin nicht hinschaut, einfach kurz am Knie spicken. Okay, Klasse, der Test beginnt jetzt. Okay, ich kann das. Die Lehrerin ist abgelenkt. Zeit für meine Geheimwaffe. Ich drehe den Radiergummi um und da ist die Antwort. Ava, ich kann dir nicht vertrauen. Gib das mal her. Du schummelst noch nicht mal geschickt. Ja, gib mir auch den Rest davon. Okay, hier. Federtasche. Ach, Lehrbuch. Klebeband. Stift. Glaube nicht, dass ich dein Handy nicht sehe. Gib das auch her.
Aber hier, der Akku ist leer. Dann ist das wahrscheinlich in Ordnung. Ach, Telefon, warum lässt du mich im Stich? Warte mal kurz. Ich denke, ich habe einen Plan. Das wird großartig. Ich brauche mein Handy und ein Bild von meinem Handy. Ich schneide den Kamerateil aus und lege meinen Spickzettel drauf. Es muss ein kleiner Spickzettel sein, damit das funktioniert. Aber ich kann ihn ja auch in der Mitte falten. Noch was Kleber auf die Rückseite des Blattes. Ordentlich draufsetzen. Und perfekt, mein Spickzettel ist versteckt. Ich bin bereit für den Test. Versteckt vor aller Welt Augen. Das ist unser kleines Geheimnis. Warte, bis die Lehrerin mich hinsieht. Ja, und da ist mein Spickzettel. Ah, dieser Test wird ein Kinderspiel. Erste Frage. Fertig. Oh, das funktioniert super. Und fertig. Ich schließe dich gleich wieder. Ich hab's geschafft. Oh, ich bin fertig mit dem Test. Dann lass uns mal sehen, was du alles falsch hast. Ha, das ist richtig. Auch die zweite Frage. Ach, tatsächlich, die sind alle korrekt. Ha. Eine 1 plus? Du hast doch nicht geschummelt, oder? Nee, mein Handy-Akku ist doch leer. Erinnern Sie sich nicht? Zeit für die Klassenarbeit. Oh, ich werde total versagen. Ach, was mache ich denn bloß? Ich wünschte, ich hätte besser gelernt. Was? Aber die Arbeit! Ach du meine Güte, mir läuft die Zeit davon. Wie kann die Zeit denn so schnell vergehen? Was passiert hier denn überhaupt? Warte, wer ist denn dieser Spion hier? Hallo, mein Name ist Spion. Ich kann dir helfen, wenn du willst. Schau dir diese Aufgaben an. Was soll ich denn machen? Ja, ich verstehe das Problem. Und ich habe die Lösungen genau hier. Aber lass dich damit nicht erwischen. Das ist streng geheim. Was? Was soll das denn sein? Ach, Amateurin. Nimm die. Okay. Du meine Güte, oh, das ist ja unglaublich. Ich kann alles sehen. Das ist Magie. Nein, es ist nur Wissenschaft. Du hast mich gerade gerettet. Aber wie hast du das denn gemacht? Okay, ich erzähle es dir. Zuerst brauchst du eine Brille. Du brauchst einen roten Marker. Du musst die Gläser rot anmalen. Hab keine Angst, sie komplett rot anzumalen. Sieht gut aus. Jetzt bist du bereit, sie zu testen. Ja, sie funktionieren. Die roten Gläser sorgen dafür, dass du sehen kannst, was unter der roten Kritzelei geschrieben steht. Das ist Spionage-Hack 101. Es funktioniert mit allem, was du schreiben willst. Sagen wir, du möchtest deinen Videokanal abonnieren. Oder vielleicht bist du bereits angemeldet. Du solltest dem Video den Daumen hoch geben, wenn du dieses Video wirklich genießt. So oder so, deine Spionagebrille ist einsatzbereit. Sie sieht auch ziemlich stylisch aus. Okay. Oh, ich bin sowas von bereit für die Klassenarbeit. Zeit, die Prüfung zu bestehen. Okay. Ich muss auf meinen geheimen Spickzettel schauen. Oh, das funktioniert. Ich kann die Antworten deutlich sehen. Und fertig. Ah, puh, heute nicht versagt. Hey! Oh, das ist ja mein Spionfreund. Ich danke dir so sehr. Oh, wen schaut die denn an? Okay. Gute Arbeit, schätze ich. Oh, die Hausaufgaben sind echt schwer. Aber ich glaube, ich hab's. Oh, ich bin so stolz auf mich. Diese Folie wird alles sicher verstauen. Hier kommt kein Wasser rein. Und in den Rucksack mit dir. Ich freue mich schon, das abzugeben. Ach,
ein Meisterwerk. Ja, schau doch, wo du hinläufst, Kleines. Oh Gott, meine Hausaufgaben. Schau dir diesen riesen Knick an. Och, die weint, schau nur. Kannst du das glauben? Wer weint denn bitte so? Hey, Süße, es wird helfen. Danke? Warte, was soll ich damit machen? Oh, ich hab's. Ein Glätteisen kann die Falte begradigen. Siehst du? Problem gelöst. Oh, echt raffiniert. Ina? Ich liebe diesen Song. Oh, Jennifer und ihre Liebe für schlechte Musik. Ja, du solltest mal den Beat in der Strophe hören. Ja, und der Kaugummi ist auch voll lecker. Achtung, Blase! Oh nee, wie ist denn das passiert? Der Kaugummi ist in Evas Haaren. Was mache ich denn jetzt? Okay, vielleicht kann ich nur vorsichtig rausziehen, ohne dass sie es merkt. Ah, die guckt. Einfach cool bleiben. Oh nee, die kratzt sich am Kopf. Gleich berührt sie den Kaugummi. Boah, Gott sei Dank, die hat ihn nicht gefunden. Puh, das war knapp. Okay, Zeit für einen neuen Versuch. Das muss doch irgendwie besser gehen. Moment, Moment. Hey, mein Getränk könnte die Lösung sein. Ein Drink ohne Eiswürfel kommt mir nicht in die Tüte. Hallo, Herr Eiswürfel. Du rettest die Frisur meiner Freundin. Ich reibe das Eis vorsichtig am Kaugummi. Perfekt. Jetzt ist er kalt genug, um ihn abzuziehen, ohne dass es kleben bleibt. Oh, ein Glück habe ich das ohne viel Drama hinbekommen. Und mein Kaugummi habe ich jetzt auch zurück. Naja, lieber doch nicht. Den lasse ich mal kurz hier liegen. Wieder ein langweiliger Schultag. Ah, was ist das denn? Meine sind viel schöner. Oh wow, ich glaube nicht, was ich da sehe. Sie sind so hübsch. Und meine sind nur... Sie sind ganz und gar nicht schön. Wie nennst du sowas? Fingernägel? Na, so schlimm ist es auch wieder nicht, oder? Hm? Was ist bei den beiden los? Dumme Mädchen und ihre Fingernägel. So hässlich. Hey, psst. Sieh dich mal um. Ich? Ja, sieh doch mal, was du dabei hast. Hä? Nichts, was ich brauchen könnte. Ich sehe nichts. Im Ernst? Wie war es damit? Ah, jetzt weiß ich, was sie meinen. Der Klebestift. Aber was mache ich damit? Streng denke ich hier an. Klebestift. Ah, ich hab's. Klasse Idee. Als erstes brauche ich die Form meiner Nägel. Ich lege einfach ein Stück Papier drauf und ziehe meinen Nagel nach. Das sieht gut aus. Jetzt zeichne ich die für mich perfekte Form. Und nutze den Klebestift, um sie mit einer bunten Farbe zu füllen. Und ein bisschen biegen. Und voilà, ein neuer cooler Fingernagel. Oder sollte ich lieber Nägel sagen? Tada! Einfach traumhafte Fingernägel. Na, was sagst du jetzt? Was? Wow, was für coole Fingernägel. Juhu, danke, Frau Lehrerin. Ich wusste, dass du es schaffst. Oh, ach du Schreck. Meine eigenen müsste ich auch mal machen. Lehrertrick 101. Das ist mein absolutes Lieblingsfach. Es ist wichtig, dass die Pizza rund ist. Natürlich, runde Pizza. Genial! Die Belege müssen natürlich frisch sein. Frischer Belag macht eine frische Pizza. Überzeugt euch selbst. Wow, Pizza! Das ist der beste Unterricht, den es je gab. Oh ja, Pizza, ich liebe dich. Was ist mit meiner Pizza passiert? Nein, es war nur ein Traum. Warte, ist Jake sein Radiergummi? Vielleicht träume ich noch. Ich schaue besser genauer hin. Sieht für mich wie ein normaler Radiergummi aus. Funktioniert auch wie ein normaler Radiergummi. Jake, wie kannst du dein Radiergummi essen? Nur ein Ende ist ein echter Radiergummi. Das andere Ende ist süß. Am anderen Ende ist Süßes? Es ist Marshmallow. Es ist doch einfach zu machen. Nimm einfach dein Radiergummi und schieb ihn durch. Dann brauchst du einen Marshmallow.
Er passt genau rein und sieht aus wie ein Radiergummi. Ja, Marshmallows in jedem Unterricht. Den ganzen Tag Marshmallows.